Also du musst halt schauen, also in der Vergangenheit sind halt die IT-Projekte, also IT ist erstmal grundsätzlich ja immer so ein bisschen, hat so diesen teuren Charakter, wird aber auch meines Erachtens sehr viel Geld ausgegeben für recht viele Maßnahmen, die oft nicht so wahnsinnig wirkungsvoll sind. Und also gerade wenn man sich überlegt, ein Projekt ein bisschen runter zu sizen, ist es halt auch vielleicht mal eine Überlegung, mit anderen Anbietern auch zu reden. Weil wenn ich halt einen großen Anbieter habe für ein großes Projekt, wie es ursprünglich mal geplant war, der hat halt eine ganz andere, der ist ganz anders aufgestellt, sagen wir mal, auch in der ganzen Organisation. Was er halt bei einem großen Projekt auch entsprechend sein muss. Wenn ich das Projekt ein bisschen kleiner angehe, dann komme ich da auch mit einer kleineren Organisation aus. Und da ist es halt für den großen Anbieter oft dann auch ganz so rentabel, ein Projekt eben auf eine bestimmte Größe dann runter zu kürzen. Na, da, das ist also das erste Mal zu schauen, wie viel oder was bekomme ich denn bei dem Dienstleister für das jeweilige Geld, was ich denn zur Verfügung habe. Also wenn ich dann, die Großen haben dann oft auch ihre Prozesse halt so eingestellt, die können gar nicht anders. Also sie können dann nicht irgendwie den Prozess abkürzen und irgendwie agil auf diese geänderten Anforderungen halt entsprechend reagieren, sondern die machen es entweder mit dem Prozess oder sie machen es halt gar nicht. Und da ist halt, wenn du einen kleineren Anbieter zum Beispiel anschaust und das irgendwie auch innerhalb der Beauftragung halt auch geht, also es kann ja auch sein, dass, sag ich mal, von Käuferseite her der Prozess irgendwie vorgegeben ist, ne, dann ist halt natürlich Pech, dann kann ich es halt ohne das nicht machen. Wenn ich aber irgendwie ein Thema habe, wo jetzt, keine Ahnung, ich so in dem Bereich zum Beispiel von dem MVP bin, bei dem MVP muss ich, oder den Prototypen, sage ich mal, MVP ist ja auch schon ein fertiges Produkt, da muss ich dann wahrscheinlich auch schon die Prozesse entsprechend einhalten. Aber wenn es jetzt erstmal darum geht, ich will mich so aufstellen, wenn es dann wirtschaftlich vielleicht mal wieder aufwärts geht, dass ich dann halt schon die entsprechenden Ansätze in der Tasche habe oder in der Schublade habe, und zum Beispiel so Prototypen, Software-Prototypen zum Beispiel mal schon bauen möchte. Und dann, wenn ich dann im nächsten Jahr vielleicht das entsprechende Budget zur Verfügung habe, das dann auch wirklich fertig durchzuziehen, dann muss ich diesen Prototypen nicht nach einem Prozess bauen. Da geht es erstmal darum, festzustellen, ist sowas technisch machbar? Kann ich das umsetzen? Und da kann man sagen, okay, dann geht man das halt irgendwie nach einer agileren Vorgehensweise zum Beispiel durch. Da brauche ich dann nicht irgendwie das komplette Wasserfall, da muss ich es auch nicht komplett von vorn bis hinten durchgeplant haben. Auch vom Budget her, dann rechnet man es halt rückwärts. Dann nimmst du halt das Budget, was du hast, und machst halt so weit, wie du kommst. Und das ist halt, wenn man das jetzt ohne die große Planung vorher macht, kommt man dann meistens ein paar Meter weiter sogar, als wenn man das erstmal lange da mal durchplant und dann die Hälfte von dem Budget schon für die Planung weg ist. Das ist halt, also jeder, ich sage jetzt nicht mal, dass man komplett ungeplant oder komplett ohne, also planlos, sage ich mal, in ein Projekt reingehen soll. Da ist schon wichtig, dass es dann jemanden gibt, der da diese Vision, so ein Vision Keeper gibt, der die Richtung auch vorgibt und der auch sagt, was, das läuft richtig, das läuft falsch. Aber es wird halt sehr viel mehr im Austausch gemacht und auch wirklich sehr viel mehr geschaut, dass das, was dann auch geliefert wird, auch das ist, was das Projekt weiter voranbringt. Und das habe ich halt, wenn ich vorher einen Plan mache, an den ich mich dann halten muss, weil beide Seiten einfach aus ihrem rigiden Korsett nicht rauskommen, habe ich diese Flexibilität halt nicht. Also das wäre halt der Punkt, wo ich sage, da kann man sich doch kostentechnisch bei Themen, wo es halt geht, schon auch nochmal sehr viel mehr Bang for Buck irgendwie organisieren, als wenn man das so nach den hergebrachten Methoden macht. Und die Frage ist halt auch, das muss man sich halt auch immer überlegen, sind alle in unserer Branche zum Beispiel genau mit diesem Modus unterwegs oder gibt es vielleicht ein, zwei Konkurrenten, die halt dann diesen agilen Modus mal probieren und die dann vielleicht eben, wenn es dann wieder aufwärts geht, mit den entsprechenden Konzepten halt schon fertig dastehen und dann voll loslegen können, während wir halt, während unser Unternehmen vielleicht dann noch irgendwie in einem Prozess gefangen ist und da eben jetzt durch die Krise durch komplett stehen bleibt. Also das ist halt, also die Herausforderung ist halt im Endeffekt, dass man jetzt trotz den bescheideneren Mitteln versucht, sich jetzt so aufzustellen, dass wenn dann hoffentlich dann irgendwann die Drehung wieder kommt, man dann auch wirklich voll loslegen kann und dann schnell mit bei den Ersten dabei ist. Und das ist, denke ich mal, so der Ansatz.
Wenn man jetzt sich die entsprechenden Projekte rauspickt, die eben eine entsprechende Flexibilität mitbringen, Agilität möglich machen und bei diesen Projekten dann mit einem kleineren Budget mal zumindest schaut, die ersten 3, 4 Schritte zu gehen, dann habe ich halt, wenn nachher, wenn dann irgendwie, wie du sagst, nächstes Jahr oder so wieder ein Neustart ist, habe ich halt diese 3, 4 Schritte Vorsprung. Und das kann halt entscheidend sein. Nee, sehr guter Ansatz. Was sagst du denn dazu zu den, ich glaube, das waren die Ostwahlen, da wo quasi, ich glaube, die SPD hat irgendwie 80% verloren oder irgendwie sowas. Ja, es ist halt, also was man halt auf keinen Fall verlieren darf, bei allem, ich schütze die Wirtschaft und ich schütze die Grenzen und dergleichen. Was man halt auf keinen Fall verlieren darf, ist Flexibilität und Unternehmergeist. Also das ist halt, wenn man, also diese Deadlock, der Outcome ist, der das Ganze am schlimmsten macht, ist, finde ich, diese Deadlock-Situation. Also das ist